Brügge, Flandern, im Königreich Belgien im Jahr des Herrn 1892. Der Abend sank herab. Es dunkelte bereits auf den Gängen der großen, stillen Wohnung mit den hohen Zimmerdecken und die Scheiben umflorten sich. Hugo Vian machte sich zum Ausgehen fertig, wie stets gegen Ende des Nachmittags. Beschäftigungslos und einsam wie er war, verbrachte er den ganzen Tag in seinem Zimmer, einer großen Stube im ersten Stock, deren Fenster auf den Quai du Rosaire gingen. Das Haus lag mit der Front am Quai und spiegelte sich in seinem trüben Wasser. Er las wenig, Zeitschriften, ja, auch alte Bücher. Er rauchte viel und träumte bei trüben Wetter zum offenen Fenster hinaus, ganz in seine Erinnerungen verloren. Wenn es zu dunkeln beginnt, vermisse ich dich immer am meisten, Geliebter. 5 Jahre waren nun dahingegangen, seit er sich in Brügge niedergelassen hatte und so lebte. Es war am Tage nach dem Tod seiner Frau gewesen. 5 Jahre schon. Und er wiederholte sich stets von Neuem: Witwer, Witwer sein. Ich bin Witwer. Ein unheilbares, abgerissenes Wort ist das. Eine kurze Silbe mit tonlosem Nachhall. Eine gute Bezeichnung für ein Wesen, dem die andere Hälfte fehlt. Die Trennung von ihr war ihm furchtbar gewesen. Er hatte die Liebe im Wohlstand, im Müßiggang, auf Reisen genossen und jeder neue Schritt hatte das Idyll wieder erneuert. Hatte nicht nur das stille Glück einer treuen Ehegemeinschaft, sondern auch die ungestillte Leidenschaft, die ununterbrochene Glut gekannt. Ihre Küsse hatten sich kaum beruhigt und ihre Seelen waren sich so nahe wie die gleichlaufenden Uferborde eines Kanals, der ihr Abbild vereint widerspiegelt. Vorbei. Alles vorbei. 10 Jahre dieses Glücks. Kaum hatte ich sie empfunden, so waren sie schon wieder dahingegangen. Dann, an der Schwelle der 30, war seine Frau gestorben. Nur ein paar Wochen hatte sie das Bett gehütet und nun lag sie schon hingestreckt auf dem letzten Lager, so wie er sie noch immer vor sich sah. Bleich und gelb wie das Wachs der Totenkerzen. Sie, die er in ihrer Schönheit und ihrer rosigen Farbe angebetet hatte. Ihre großen schwarzen Pupillen hoben sich scharf von dem Weiß ihrer Augäpfel ab. Und im Gegensatz zu ihrem nächtlichen Dunkel vollendete ihr bernsteinfarbenes Haar, das aufgelöst ihren ganzen Rücken bedeckte und in langen Wogen herabfloss. Es ist wie das Haar auf den Madonnenbildern, alter Meister. Das in ruhigen Wellen niederfällt. Über die Leiche hingeworfen, hatte Hugo dieses Haar abgeschnitten, das in den letzten Tagen ihrer Krankheit zu einem schweren Zopfe geflochten war. Ist es nicht wie ein Erbarmen des Todes? Er zerstört alles, aber das Haar... Das Haar lässt er unangetastet. Augen, Lippen, alles bricht und fällt ein, aber die Haare verlieren nicht einmal die Farbe. In ihnen allein überlebt man offenbar. Fünf Jahre sind nun schon dahingegangen. Und die Haarflechten der Toten sind immer noch ungebleicht.
trotz des Salzes so viele Tränen. Besonders jetzt erlebte der Witwer all seine Vergangenheit mit erneutem Schmerze wieder. Jetzt, in diesen grauen Novembertagen, wo die Kirchenglocken einen Staub von Klängen in die Luft säten. Die kalte Asche der Jahre. Trotzdem entschloss er sich, auszugehen. Nicht, um draußen eine obligate Zerstreuung oder eine Linderung für seinen Schmerz zu suchen. Daran dachte er nicht einmal. Aber er ging gern in den sinkenden Abend hinein und suchte ein Gegenstück zu seiner Schwermut in den einsamen Kanälen und den frommen Stadtvierteln. Als er die Treppe hinabstieg und ins Erdgeschoss seiner Wohnung kam, sah es zu seinem Missfallen, dass alle Türen nach dem großen weißen Korridor weit offen standen. Was soll denn das? Sonst waren sie immer geschlossen. Barbe! Barbe! Gnädiger Herr? Warum ist da offen? Ich habe die Zimmer doch heute in Ordnung bringen müssen, weil morgen Festtag ist. Festtag? Ja. Weiß der gnädige Herr das etwa nicht? Nee. Morgen ist Maria Darstellung. Ich muss zur Messe und zum Segen ins Beginenkloster. Es ist ein Tag wie ein Sonntag. Und da ich deshalb morgen nicht arbeiten kann, habe ich eben heute Großrein gemacht. Sie wissen sehr wohl, dass ich bei dieser Arbeit stets selbst zugegen sein will. Ja, ja, das weiß ich, aber... Diese zwei Zimmer bergen zu viele Schätze und Erinnerungen an meine verstorbene Frau. Und die Vergangenheit, als dass ich sie allein darin wirtschaften lassen möchte. Der Gedanke ist mir unerträglich. Das ist mir durchaus bekannt, gnädiger Herr. Na also, was soll das also? Ich wünsche, Sie dabei immer unter meiner Aufsicht zu haben. Es geht mir darum, Ihre Bewegungen zu verfolgen, Ihre Vorsicht zu beobachten und Ihren Respekt zu prüfen. Sehr wohl, gnädiger Herr. Wenn es meine Zeit erlauben würde, würde ich tatsächlich da drin lieber selbst Hand anlegen.